11 Grad und eine steife Brise. Klingt eigentlich nach Sofa, Kamin und Netflix. Wir wollten wissen, wer verbringt eigentlich seine Herbstferien auf dem Campingplatz? Und tatsächlich haben wir an der Nordsee bei Husum noch einige Hardcore-Camper gefunden. Ja, es ist schon rauer an der Nordsee als an der Ostsee. Das ist also so ein bisschen Reiz für uns. Also wir würden auch im Winter fahren. Also die 12 Grad sind jetzt nicht... Ich finde es sogar noch recht warm eigentlich für diese Jahreszeit, ja. Muss ich echt sagen. Also ich hatte mit noch weniger Temperatur gerechnet. Und dann ist es einfach schön, wenn man im warmen, kuscheligen Wohnwagen sitzt und draußen ist es eiskalt. Ne? Schön ist es auch, wenn es rauscht draußen, wenn man den Wind bröseln hört und der Wohnwagen ein bisschen wackelt. Also wunderschön. Kurz vor Saisonschluss steht hier sogar ein Zelt. Der Australier Markus Molzer übernachtet darin zusammen mit seiner Freundin. Just rug up, so bring thermals, bring sets of clothing, puffer jackets. But also make sure you have like an insulated mat to sleep on and a nice sleeping bag. We do a lot of alp stuff, so it's kind of similar temperatures. But yeah, we just wanted a weekend away with some saunas and yeah. Für zwei Familien hier auf dem Platz ist der Urlaub der erste Härtetest. Sie haben sich ihren Wohnwagen gerade erst gekauft. Das ist der Hauptgrund und wir haben uns spontan für diesen Platz hier entschieden. Viele haben jetzt schon zu und die haben hier eben noch bis zum 3., glaube ich, geöffnet. Wir wollen das Campen fürs nächste Jahr üben, für die Sommersaison. Wir haben ihn jetzt 3 Wochen und wollten ihn noch mal ein bisschen testen und nutzen die letzten Tage aus dafür. Ja, also ich finde es ganz toll, weil wir halt auch ein bisschen den Spielplatz für uns alleine haben. Also es ist gemütlich und wir machen halt auch ganz oft einen Spieleabend. Auch dieses Pärchen hier setzt ganz auf den Gemütlichkeitsfaktor. Es ist super schön, weil man hat Ruhe, man hat Zeit für sich und kommt einfach raus aus dem Alltagsstress. Ja, Kerzen, Decke, Tee und das reicht eigentlich schon. Und abends vielleicht nochmal die Heizung an, aber ansonsten immer genug Wolldecken dabei. Landschaftlich ist es total schön, weil man kann viel Fahrrad fahren, wir sind mit dem Hund viel unterwegs. Ne? Die raue Nordsee, Ebbe und Flut, Schafe am Deich. Für die Urlauber hier ist das alles bei jedem Wetter erholsam. Dadurch, dass der Trubel der Hauptsaison wegfällt, vielleicht sogar ein bisschen mehr.